Wenn ich im Zeitmangel bin, dann kann es sein, dass es Gemüse oder Salat etwas vernachlässigt wird und jetzt könnte was so rumliegt. Ne? Also das ist halt so ein bisschen das Problem an der Sache, ja. Und Aber dann. morgens grundsätzlich entweder das Lavida oder das Security, wo so Schweizer Ja, Name. gut, Das ist gut. also jeden Tag. Einfach mehr. Bitte? Einfach mehr. Mehr La Vita, mehr von dem anderen Zeug, was auch immer. Ja. Einfach mehr. Ja? So. Ja? Weil hier ist die Waage gekippt. Da fängt das Blut vorzeitig an zu gerinnen. Und das soll es halt nicht. Ja, okay. Ja? So. Also braucht der Also Körper kann ich, einfach mehr Vitalstoffe. von dem Lavita oder Security oder wie das alles heißt, kann ich da nicht so viel nehmen? Nein. Nein. Radikal nein. Weil, was ist da drin? Da drin ist Obst und Gemüse, wo wir seit Jahrmillionen dran adaptiert sind. Ja? Das ist ein Lebensmittel. Ja. Ja? So. Und im Gegenteil, davon kann ich nicht genug kriegen. Natürlich, was passiert, wenn ich zu viel Obst esse? Ich krieg Durchfall. Ja? Also irgendwann kommt die Durchfallgrenze auf gut Deutsch. Ja? So. Das heißt, wenn ich jetzt eine ganze Flasche Lavita auf einmal austrinken würde, dann hätte ich wahrscheinlich hinterher Blähungen und Durchfall. Ja? Und dann Ja? weiß ich. Dann hat man halt zu viel davon Ja. erwischt. Ja? So. Und diese Durchfallgrenze ist wieder bei jedem Darm eine andere. Ja? Das heißt, habe ich einen schlechten Darm, wird sie schneller kommen. Habe ich einen guten Darm, der verträgt mehr. Ich hab zum Beispiel früher, obwohl ich kein reines Vitamin C, sondern Ascorbinsäure, also künstliches, ja, genommen habe und mir da genügend genommen habe, dann habe ich Durchfall bekommen. Ja, weil es künstliches Vitamin C ist, logisch. Mit natürlich passiert es nicht. Ach was? Und Ja. wenn ich jetzt Ascorbinsäure nehme oder sonstige, passiert gar nichts. Ja, Das ist das Natürliche, ja? das heißt, es ist ja ganz normal. Ja gut, weil Zitrone funktioniert nicht. Ja, also es gibt Vitamin C in vier verschiedenen Bauformen. Es gibt die D-Form, L-Form, rechtsdrehend, linksdrehend. Und nur mit Ja. einer Bauform kann der Körper was anfangen. Und der Rest ist biologischer Unrat. Ja? Das heißt also, Vitamin C, Firma Merck Darmstadt, schafft Nierensteine. Wohingegen Vitamin C aus der Acerola-Kirsche vor Nierensteinen schützt. So unterschiedlich, ob wir künstliches Vitamin C oder natürliches Vitamin C Schützt. nehmen. Ja. Aha. So unterschiedlich die Wirkung. Ja? Das ist im Prinzip dasselbe wie in den 60er Jahren mit Contagan. Ja? Contagan war ein wunderbares Schlafmittel. Kein Problem. Ja? Nur bei der Herstellung sind Spiegelmoleküle entstanden. Ja? Das sind Moleküle, die haben dieselbe Atomanzahl im Innern. Ja? Die sind aus denselben Atomen zusammengesetzt. Nur die Atome sind in einer anderen Reihenfolge. Ja, das sind Spiegelmoleküle. Ja? Und die Spiegelmoleküle, die haben die Missbildungen bei den Kindern gemacht. Ja? Und ähnlich kann man sich das vorstellen jetzt bei künstlichem und bei natürlichem Vitamin C. Ja? Das ist zwar beides chemisch gesehen Ascorbinsäure, aber das eine halt in einer anderen Form Und als in der welche anderen und, we und Form. woher kriege ich die Ja? Form, die der Körper am besten verträgt? Naja, in der Regel ist es das teuerste. Weil künstliches Vitamin C gibt es zum Wegwerfpreis und Vitamin C gewonnen aus Acerola-Kirschen, da muss ich ein Ja. paar Stiegenkirschen verarbeiten, bis ich da eine Handvoll Vitamin C raus habe. Ja? Das heißt Ja, also, ich man sieht es nehme schon mal am Preis. Acerola-Kirsche Ja? nämlich als Lutschbonbon. Ja, schön, gut, perfekt. Ne? Ja? Also wie gesagt, ne, man sieht es am Preis schon. Und das nächste ist, wenn es aus natürlichen Quellen ist, steht es da drauf. Ja? Da steht immer drauf, gewonnen aus Ja. Acerola, gewonnen aus natürlichen Zitronen oder weiß der Kuckuck was. Ja? Der Hersteller macht ja damit Werbung, dass es natürlich ist. Ja? So. Wobei die Werbung Nur kriegen sie ja selber der schon gekriegt. Künstliche wird es nicht drauf schreiben. Ja? Ja, Das ist halt, ne? wobei dann Acerola zu 5% oder zu 2%, 3% sind. Ja, nee, nee, wenn da steht da drauf Vitamin C gewonnen aus Acerola-Kirschen und das gibt es halt im Reformladen und da kostet halt so eine Büchse 30 Euro und dann weiß man halt Vitamin C, ja, das ist halt, ne? Ja, Ja. genau. Ja, gut, aber Vitamin C ist eins von 150.000 Inhaltsstoffen, die in Obst und Gemüse vorkommen. Und die anderen 149.999 brauchen wir auch. Gut, okay, ne? Also wir sehen, ein paar weiße Striche sind da, ja? Oh, das heißt also, mein Schnellfood muss ich
ja, das vielleicht anders da bedenken, wie man das machen kann. Ja, ja. Das ist halt, ne? Ja. Also, das ist halt immer so ein bisschen ein Problem, gell? Das ist, aber es war auf den Günther seinen Bildern auch schon zu sehen, dass da weiße Striche waren. Also das war ja, damals ja auch schon. Ne? Weil ansonsten halt, wenn die Oxidation überwiegt, dann überwiegt auch irgendwann das Oxy-LDL und das Oxy-LDL macht Arterienverkalkung. Mhm. Ne? Ja. Oder halt eben die freien Radikale schädigen die Mitochondrien, alles was die Mitochondrien ja schädigt, macht Krebs. Ne? So, also das übliche Spiel halt. Ne? Ja. So. Und deswegen halt essen, was geht, gell? Also ich habe zum Beispiel bei mir da draußen, wenn man jetzt da guckt, ne, ich habe ja bloß das bisschen Terrasse da. Ja, ne? Ja, so. Ja. Aber was wächst auf dem bisschen Terrasse? Ja? Peterling, Schnittlauch, ja. Minze. Aber da hinten auch Stachelbeeren, Himbeeren, so. Johannisbeeren, ja. Brombeeren, Erdbeeren, Oschibeeren, Heidelbeeren, Johannisbeeren. Ja? Alles auf diesem kleinen Stück und noch zwei Tomatenpflanzen. Ja. Ja? Und das ist alles nichts, was Arbeit macht. Ja, ja. Ja? Ne? Also das ist immer sowas, wo ich dann als denke, wenn da jemand ein Haus hat und er hat einen Garten, warum stehen da Ziersträucher? Mhm. Warum ist da eine Tanne? Da könnte ein Pflaumenbaum stehen, ein Kirschbaum stehen, ein Apfelbaum stehen. Mhm. Der macht mir das ganze Jahr genauso viel Arbeit wie die Tanne. Ja, ja. Ja, aber ich kann einmal im Jahr da dran und kann was abmachen. Ja? Das dauert jetzt noch ein paar Wochen da draußen. Ja, ja. Und dann kann ich mich aber die nächsten zwei Monate da durchessen. Ja? Das ist das Erste, was ich morgens mache. Ich gehe da raus. Alles, was reif ist, wird sofort gepflückt und vertilgt und danach wird gegossen und dann gehe ich rein. Das ist dann jeden Morgen so das Erste, was ich mache. Ja? Ich weiß nicht, ob Sie einen Garten haben? Noch. Ah ja, ne? Der Garten selber, wir haben, ich weiß gar nicht, Obstbäume gehabt und so weiter. Ja, ja. Und das wollte man neu anlegen. Ne? Ist die Sache dazwischen. Ja, ja. Der wird jetzt verkauft, das Haus wird jetzt verkauft und wird alles weg. Alles weg. Ah, ja. Ah, ja. Bin ein nackter Mann nachher. Ja. Das ist halt sowas, ja, gut, geil. Ja, das ist jetzt ein gewaltiger eigentlich. Ah, ja, 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 das glaube ich, das ist alles nicht so ohne, geil. Das hat mit Sicherheit auch dazu geführt. Und dann kommt, was noch, aber das kann sein, dass es sogar ein Resultat ist von allem, die Überforderung von solches und dann werde ich schneller müde. Und wenn ich schneller müde werde, bin ich nicht fähig, lassen wir einfach mal das Wort im Raum stehen, mich ordentlich zu ernähren. Richtig, richtig. Ja, so, weil so, einfach so, dann, so. Ich schwende es. Logisch. Wie lange ist denn das Handy Ihrer Frau? Ein Jahr. Ja, das ist halt. Ah, das ist schon. Wir sprengen jetzt unser Rahmen. Ja. Das ist alles nichts, geil. Tja, gut. Ich kehre zu denen, eine Nachbarin, da ist der Mann gestorben. Ungefähr zum gleichen Zeitpunkt, ja. Und dann sind wir bei einer Garage zufällig jetzt dieser Tage zusammengekommen. Und dann fragt sie mich, wie es mir geht. Ja. Das sind alle Umstände entsprechend. Und hat, ohne dass ich sie gefragt habe, hat sie gesagt, sie hat halt doch Träume. B-Träume und andere Träume. Dann sage ich, was sind diese Träume? Ja, sie wissen doch. Ja. Ich habe da nichts mehr geschwätzt. Dann sage ich, also innerlich, ich habe keine B-Träume. Mhm. Ja, immer, dass sie immer Krach gehabt haben miteinander, das hat jeder gewusst, das weiß ich ganz. Ja. Das sind natürlich so die Punkte, die es ausmacht, gell? Das ja ist halt das, genau. Ja. Ja, das und die klar kann als stolze Witwe laufen, die da umeinander. Das Geld stimmt, alles stimmt. Ja. Vielleicht ist sie sogar noch dankbar. Entschuldigung. Ja. Von der Sorte kenne ich auch so einige. Ja, B-Träume. Ja. Denk mal, was sagt die mit B-Träumen? Das sind so Sachen. Ja. Und ich sage mal klar, das ist halt nochmal ein Unterschied, ob jemand da ein Leben lang mit einer Person zusammen war. Ein Leben lang. Ja? Ja. Oder ob das sowieso alle 10 Jahre gewechselt hat. Ja. Also in der heutigen Zeit, wo es ja nur noch so Lebensabschnittsgefährten gibt. Ja. Da bist du mal ein paar Jahre lang mit jemandem zusammen, dann geht der, dann kommt der Nächste, gell? Ja? Dann wechselt das sowieso andauernd. Ja. Ja. Aber wenn jemand halt eben da von Kindheit an bis ein und dieselbe Person, das ist dann natürlich ein Wahnsinnseinbruch, gell? Das ist also, naja. Ne? Und wir haben jetzt lange Jahre, Jahrzehnte haben wir es gebraucht, bis wir den Durchbruch, nachdem wir das mal alle
Rente sind und so weiter, haben wir gesagt, jetzt haben wir den Durchbruch, jetzt können wir leben und dann. Ja, das ist sowieso so ein Spiel, das darf man sowieso nie denken. Ja. Ja, ne? Okay. Also ja. Man muss es heute schön machen. Heute ist wichtig, ja. Heute ist der Tag. Ja, ja? So, ja, ne? Ja, ja. Okay. Also da sage ich immer das eine Beispiel, als junger Kerle, mit 14 oder 15 oder irgendwie, bis dahin war ich leidenschaftlicher Briefmarkensammler. Mhm. Ja, also ich habe ganze Bogen gekauft, ja, mein ganzes Taschengeld habe ich investiert in Briefmarken, vorwärts und rückwärts. Ah, ja. Und dann kam dann die andere Adresse irgendwie, weißt du was, also ich zu mir, jetzt tue ich das alles auf Zeiten, gib ich aber nicht weg. Wenn du Rentner bist, dann holst du die Sache wieder vor. Ich sehe es doch gar nicht mehr ganz genau. Ich war viel zu anstrengend. Da gibt es dann auch die passenden Mikroskope dafür, so ist das nicht. Ja. Ne? Aber zum Abschluss, also ein Freund von mir, ja, dessen Vater, der hat dann immer gesagt, wenn ich in Rente gehe und dann lasse ich mir es gut gehen. Ja, der hat bei der Post gearbeitet, ne? So. Und hat sein Leben lang bloß darauf hingearbeitet, dass er eines Tages in Rente geht. Dann ist er in Rente gegangen, war 4 Wochen in Rente, 4 Wochen, ja, so, ist mit den 2 Hunden über die Straße, Hinterwandinfarkt, zusammengebrochen, tot. Ja, so viel zu dem Thema, wenn ich in Rente gehe, lass ich mir's gut gehen. Ja. Nee, also das habe ich nicht gesagt, aber gerade das ja. Mit dem, ja, mit 15-Jährigen hast du andere Interessen als mit logisch. 70, ja, und logisch. Mich interessiert die Briefmarke nicht mehr, Entschuldigung. Na ja, ja. Na ja, wenn jemand kommen ja. würde und sage, du ganz toll, ich würde sogar die Sache schenken oder sage, guck mal, das dann was kannst du kaufen. Ja. Also ich, aber mich interessiert es nicht mehr. Unter Umständen sind jetzt ein paar wertvolle dabei. Ich wollte mal sagen, die Interessen ändern sich. Na ja, klar, logisch, das ja. ist das halt, klar. Ja, schön, gut. Aber wie gesagt, so eigener Garten ist Goldes wert, gell? Also wenn man da irgendwie was dann kaufen kann, wo dann ein Stückchen Garten dran ist, dann wäre das natürlich schon die Krönung, ja? Oder wenn es nur ein Schrebergärtchen ist oder irgend sowas in der Richtung. Also wenn man so irgendwie was... Ich bin noch nicht so weit. Ja. Ich suche immer mal was. Mhm. Und da ist also vermutlich so wie hier was. Hier Verdichtung wird mit dem Bauern und so weiter. Mhm. So ist bei uns natürlich noch viel schlimmer. Mhm. Ja, teuer. Aber sag mal, die Patienten, die ich kenne, die gesund alt sind, ja. aber alle in Gatter. Ehrlich? Ja. Eiskalt. Ne? Ich habe 94-jährige Patientin, die hat einen Garten in Hanglage. Mhm. Und die kraxelt immer hoch und runter und macht ihren Gatter. Mit 94. Ergänzend. Ich gebe es Urheberrecht gleich weiter. Bekannte von mir. Die haben jemanden getroffen und da kommt ein Wengerter vorbei, ein Weingärtner. Ein Weingärtner vorbei. Und die erzählt in dem Moment gerade, was für Ärzte hat und was für Medikamente. Und dann fragt sie den Weingärtner, zu welchem Arzt gehen Sie? Herr, oh Gott, ein Leben lang schon Dr. Weinberg, da bin ich zufrieden. Ja, genau. Und dann läuft er wieder weiter. Ja. Kennen Sie den Dr. Weinberg? Naja, ist so, gell? Das ist genau der Punkt halt, gell? Ja? Kennen Sie den also, Dr. Weinberg? Ja, ne? Das ist schon Gold wert. Und wenn es bloß so ein paar Action sind, wo man ein bisschen was anpflanzen ja, kann, ja, irgendwas, okay. ne? Und es muss ja nicht, müssen ja nicht die Stangebohne sein, die einen Haufen Arbeit machen, ja? Sondern wirklich einfach nur so Sträucher und Krempels, wo man einmal im Jahr dran geht, was abmacht, isst und Feierabend. Ja? Alleine das ist schon Gold. Also wie gesagt, ich bin ein totaler Umbruch, ich kann gar nichts dazu sagen. Na ja. Also wenn ich dann was hätte als solches, ich würde selbst vom Balkon, der das so ein Hochbeet dann hinmachen. Ja, wo man wenigstens da so ein bisschen was. Nur das ist halt dann nur so für die Augen bei der Menge, gell? Das ist ja. halt, ne? Also das müsste schon irgendwie, ne? So, die Nester müssen weg da. Ne? Ja. Tja, gut. Also ich kann mich nicht mit Vitaminen, solche Sachen, also nicht. Vitamine, sondern Mineralstoffe wie Lafita oder Obst, kann ich mir nicht überfüttern. Nein. Ausschließen. Nein. Ja, absolut ja. Ja. Weil ich kann Karotten, ich kann Kohlrabi, ich kann alles roh essen. Ja, das vertrage ich alles. Schön, rein mit was geht. Ach was. Rein mit was geht. Ja? Ich kann alles roh essen. Ja, je mehr, desto schöner. Ja? So. Okay, was wir hier sehen können, das ist ein neutrophiler Granulozyt.
Und 70% aller weißen Blutkörperchen sind von diesem Typ. Ja? Da kann man jetzt schön sehen, wie der sich hier innen drin bewegt, wie der hier am Arbeiten ist. Mhm. Wir sehen hier schön die Kernsegmente hier innen drin. Ja? So, man sieht richtig schön, ne, wie das alles hier am Schaffen ist und ja, so weiter. Ne? So, das heißt, er lebt. Das ist ein anständiges weißes Blutkörperchen. Ja? Die fressen virusbefallene Zellen auf, die fressen Tumorzellen auf, ja? Die fressen Bakterien weg und so weiter. Ne? Und wenn man jetzt so eine Zeit lang dazu schaut, kann man schön sehen, wie der auf einmal hier seine Form verändert. Ja. Ja? Der wandert jetzt hier oben raus, der wandert in die Richtung, wobei der weiß noch nicht so ganz, wo er hin will. Will er dahin oder dahin? Mhm. Ja, das war es noch nicht so ganz, aber ich glaube, der geht eher da drüben. Der geht dann nicht hier davor. Ja. Aber irgendwann muss er sich entscheiden, entweder links oder rechts. Ja, so. Und so bekommt Immunsystem halt eben auch mal ein Gesicht. Ja? Vorher ist Immunsystem immer nur eine Zahl auf dem Blatt Papier. Mhm. Ja? Und jetzt sehe ich die Viecher, die in mir aufräumen. Mhm. Ja? Und für diese neutrophilen Granulozyten gibt es keine Grenze. Ja? Das heißt also, die können sich zwischen den Gefäßwandzellen durchahlen, wandern ins Gewebe hinein, fressen im Gewebe drin was weg, wandern zurück in die Blutbahn und lassen sich wieder weiter strömen. Ja? Von den Kameraden da, ja, haben wir also 70%. Ja? Und die leben so 3 bis 6 Tage und wenn die vollgefressen sind, werden die dann in der Milz rausgefiltert. Mhm. Hm? Okay, so, dann schauen wir mal weiter. Was ist das Nächste, was wir sehen? Ja, die roten Blutkörperchen an sich, bis auf die Tatsache, dass so viele Akanthozyten jetzt da drin sind, ja, sehen die roten Blutkörperchen selber aber sehr schön aus, ne? Das heißt also, wir sehen hier keine roten Blutkörperchen mit vertiefter zentraler Delle. Ja? Mhm. Wie das jetzt wieder typisch wäre bei Hämoglobinmangel. Ja, das ja, Hämoglobin kann man aus dem Bild. Aus dem Bild bei den anderen Bildern, da hat man so ein bisschen was gesehen. Aber ja, das waren natürlich dann auch Bilder nach dem Tag. Ja. Am Tag verändert sich alles. Ja? So, was wir hier sehen können, das ist ein eosinophiler Granulozyt. Die eosinophilen Granulozyten, die machen nur 0 bis 3% aus. Ja? Die eosinophilen Granulozyten, das ist die Müllabfuhr im Blut, hatten wir gesagt. Ja? Die kommen mit einem Stabsegment aus dem Knochenmark heraus und das teilt sich dann in 2 Einzelsegmente. Kann man hier schön sehen, sind 2 Segmente. Ja? Mhm. Und die fressen dann also die Überreste weg nach einem Entzündungsprozess. Oder halt bei Allergien vermehrt Antigen-Antikörperkomplexe, die bei Allergien freigesetzt werden. Ja? Mhm. Aber das ist jetzt mal ein EO gehört dahin, ein EO macht noch keine Allergie. Ja? Vermehrt werden die auch in der Morgenröte der Genesung. Das heißt also, wenn eine Entzündung gerade am Abheilen ist, wenn eine Entzündung, eine Erkältung geht gerade weg, mhm, dann ist auch dieser Zelltyp vermehrt im Blut. Mhm. Ja? Weil das halt die Müllabfuhr ist, die räumen halt die Reste weg. Ja? So. Aber wie gesagt, einer gehört dahin. Aber mal angenommen, wir würden da jetzt drüber drehen und dann tauchen da auf einmal 2, 3, 4, 5, 6 auf, dann sind es zu viele. Ja? Also wenn da mal so 4, 5 Stück in einem Tropfen Blut drin sind, dann sind es schon zu viele. Und dann wäre halt die Frage an den Patienten, heilt gerade was? Wird gerade was besser? Ja? Und wenn der Patient sagt, nö, ich habe nichts gehabt, und dann kann man sagen, alles klar, dann hast du Allergie. Ja? Dann läuft hier irgendwas mit Allergie in dem Organismus ab. Ja? Da müsste man sich halt überlegen, ob man dann mal einen Allergietest macht. Ja? Okay. So. Und bei den Allergietests gibt es auch mittlerweile sehr schöne, einfache Tests, die man selber machen kann. Ja? So, was wir hier sehen können, das hier, das ist ein Monozyt. Ja? Woran kann man erkennen, dass das ein Monozyt ist? Das sehen wir daran, dass der keinen runden Zellkern hat, sondern der hat hier so eine Einbuchtung. Da hat er hier innen drin so Tentakelchen, die sich da drin bewegen und der Zellleib geht bis da vorne rum. Wohingegen der Lymphozyt hätte einen runden Zellkern und rundherum der Zellleib wäre relativ dicht an dem Zellkern rundherum gleichmäßig angeordnet. Aber sowas hier vorne und diese Ausbuchtung nach vorne, das hat nur der Monozyt. Monozyten sind vermehrt in der monozytären Überwindungsphase eines Entzündungsprozesses. Ja? Das heißt, wenn jetzt die Grippe den höchsten Stand erreicht hat,
dann sind die Monozyten am meisten im Blut. Ja? Die Monozyten sind halt der Erkennungsdienst für die spätere Antikörperproduktion. Ja? Ja, Monozyten vermehrt bei viralen Erkrankungen, ja? Pfeifisches Drüsenfieber, heißt nicht umsonst Mononukleose, ja? Ja? Weil halt eben bei Pfeifer dann halt eben vermehrt Monozyten da auftauchen können. Ja? Aber halt eben auch bei jeder anderen chronischen Viruserkrankung. Also diese ganze Zitten und was man auch immer. Das ist alles auf dem Stick dann drauf in den 150 Seiten. Ja? Das ist die PDF, die ich da jetzt auf den Stick kopiert habe. Ja? So. Dann schauen wir mal weiter. Ist das denn verarbeitet oder schwarz-weiß dann? Das sind Schwarz-Weiß-Kopien. Aber da geht es auch mehr um den Text. Ja. So. Dann schauen wir mal weiter. Was ist das nächste, was uns auftaucht, was uns auffällt? Was es theoretisch auch noch geben kann, sind zu große und zu kleine rote Blutkörperchen. Ja? Aber da sehe ich hier jetzt auch nichts. Das habe ich auch irgendwo gelesen. Ja. Das habe ich auch irgendwo gelesen. Das kann sogar sein bei Ihnen. Ja? Dass die kleine, wenn zu viel kleine kommt, dass es eine Degeneration, ich sag's einfach, Degeneration ist. Ja. Oder krankhaft. Krankhaft. Ja, Anlage. Krankhaft ist alles. Also, zu kleine rote Blutkörperchen haben wir bei der mikrozytären Anämie. Mikrozytär, zu kleine Zellen. Mhm. Also kleine Zellenanämie. Ja. Und die mikrozytäre Anämie ist die Eisenmangelanämie. Mhm. Ja. Das heißt also, wenn man jetzt hier manchmal da rote Blutkörperchen sehen könnte, die nur halb so groß sind wie normale, dann wäre das auf jeden Fall ein sicheres Zeichen für so eine mikrozytäre Anämie, sind, für eine Eisenmangelanämie. Die sind laut dem Bild, wo ich gesehen habe, wo das beschrieben ist, die waren dann alle zu klein. Also nicht punktuell klein, sondern die waren dann gehäuft. Dann klein. Muss es aber schon sehr, sehr lange ablaufen mit der Eisenmangelanämie. Ah ja. Ja? Weil wir haben ja immer eine Lebenszeit von 90 bis 120 Tagen bei den roten Blutkörperchen. Mhm. Ja? Und mal angenommen, so nach 60 Tagen hätte der jetzt auf einmal chronisches Darmbluten gekriegt. Mhm. Ja? So, dann würden jetzt die neu gebildeten Zellen immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner werden. Aber jetzt hätten wir ja immer noch Zellen aus der alten Zeit, wo es noch gut war, und jetzt neue, die halt zu klein sind. Ja. Das heißt also, wir würden die Mischung hier sehen. Exakt, exakt, ganz genau. Ne? So. Wenn jemand Omeprazol einnimmt, Omeprazol ist ein Säureblocker für den Magen. Mhm. Ja? Viele ältere Menschen nehmen Omeprazol ein. Ja? Und zwar schließt dann hier oben der Schließmuskel nicht mehr so richtig und deswegen haben die chronisch Sodbrennen. Naja. Ja? So. Und dann nimmt man halt Omeprazol. Omeprazol ist ein Protonenpumpenhemmer und Omeprazol verhindert jetzt also, dass der Magen Salzsäure bildet. Mhm. Ja? Damit stelle ich natürlich das Sodbrennen ab. Mhm, klar. Ne? Aber dieselben Zellen, die die Salzsäure produzieren, produzieren auch einen sogenannten Intrinsikfaktor. Und dieser Intrinsikfaktor ist ein Eiweiß, was gebraucht wird, um Vitamin B12 aus der Nahrung aufnehmen zu können. Mhm. Ja? Das heißt, solange derjenige sein Omeprazol einnimmt, solange hat er eine schlechtere oder gar keine Vitamin B12-Aufnahme über den Dünndarm. Mhm. Ja? Und das macht natürlich irgendwann einen Vitamin B12-Mangel. Mhm. Ja? So. Und ein Vitamin B12-Mangel führt zu einer Schleimhautatrophie. Das heißt also, auf der Zunge, die Papillen gehen weg. Die Zunge wird auf einmal richtig glatt. Ja? Aber auch andere Schleimhäute vom Körper werden in Mitleidenschaft gezogen. Und Vitamin B12-Mangel führt dazu, dass die roten Blutkörperchen überreif gebildet werden. Ja? Das heißt, jetzt bleiben die länger im Knochenmark drin als normal. Und dann werden die zu groß gebildet. Ja? Und da kann es passieren, dass man dann hier manchmal Blut sieht, alle Blutkörperchen normal groß und dann ist einer dabei, der ist dreimal so groß wie die anderen. Ja? Und das ist typisch für Vitamin B12-Mangel. Ja? Und im B12-Mangel kann auch Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Lustlosigkeit und dann so schöne Symptome machen. Ja? So. Okay,
Also damit haben wir zu kleine rote Blutkörperchen, ja, zu große rote Blutkörperchen, ne? Okay. Aber ich vom Blut, wenn die Veränderung nur als Hinterkopf, mhm, der Arzt, oder das letzte Arzt, wo war, ich habe schon wieder ein Jahr her, wegen Herz, Olmetex. Ja? Mhm. Da haben wir ein paar Mal probiert, dann die Olmetex nur punktuell genommen. Und eine ganz geringe Menge, also 10 Milligramm, mhm, habe ich dann genommen. Und da ist der Stuhl dann gegangen wie verrückt. Ja. Mhm. Da war ich wegen dem zufrieden, weil ich dann wieder zu ihm gesagt habe, wie es wirkt. Dann sage ich, aus dem Stuhlgang hat nichts gewirkt. Und dann, ja, wie gesagt, der ist schon in Rente gegangen, habe ich schon gesagt, dann ist es in Neue gekommen. Ja, Sie haben da Olmetex, das müssen Sie regelmäßig nehmen. Dann sage ich, ja gut, verschreiben Sie mir 10er. Die hat sowieso nicht eingelöst. Ja, 10er bringt nichts, Sie müssen schon 20er nehmen. Dann sage ich, ich nehme ihn nicht. Ja, da kann ich Ihnen auch nicht helfen. Ich nehme sie trotzdem nicht. Ich nehme sie trotzdem nicht. Was hat denn das Herz genau? Bei mir? Ja. Ja, das war ist eine lange Geschichte. Also, Schlimmste war, das ist jetzt schon ein Dreivierteljahr her, da hatte ich, sage Schwäbisch, mordsmäßige Herzaussetzer. Mhm. Ich denke dann, jetzt ist Feierabend. Mhm. Das war also ganz grausam. Ja. Mhm. Und davor, also das war halt schon begonnen mit der Krankheit von meiner Frau, und dann habe ich Stolperkett und solche Sachen. Also das habe ich nochmal hingenommen, und dann habe ich es untersuchen lassen durch einen Kardiologe, und der hat mich nur zusammengeschissen, was ich komme wegen dem Notfall als Privatpatient, was ich mir überhaupt einbilde, der Notfall ein halbes Jahr an der Zeit. Ja. Mhm. Ich sage, ja, wenn das so lange dauert, Notfall, da brauche ich ja gar nicht mehr kommen. Also ich brauche nicht mehr kommen. Nächstes Mal gleich Notarztpraxis. Ja. Ich kann sowieso nichts machen. Und habe Vitamintablette irgendwie verschrieben. Also, mhm. Dann und das hat sich dann nach dem Tod schlagartig verstärkt. Ja, ja, klar, logisch. Ja. Das ist logisch. Ja. Ja, ja, und dann, ja, also denke, das ist Feierabend. Mhm, ja, mhm. War kolossal. Also. Mhm. Tja. Und seitdem habe ich auch keine Angst mehr vom Tod. Ja, irgendwann kommt der, ich kann es nicht ändern. Ah ja? Ich kann es nicht ändern. Das ist das halt, gell? Aber ist nicht so, ich kriege keine Panik. Ja. Wenn der Tod kommt, bin ich nicht mehr da. Warum soll ich vor was Angst haben, wenn ich dann sowieso nicht mehr da bin? Wie auch immer. Aber nein, ich bin sogar einen Schritt weiter. Ich möchte mich und will mich mit der Sache nicht befassen. Ich will leben. Naja, ja, ist auf jeden Fall nichts Verkehrtes. Ja, ja, und ich habe bestimmte Aufgaben, die ich neu erledigen will, und das tue ich mir konzentrieren. Wenn ich es noch erledigen kann, ist in Ordnung. Wenn ich es nicht erledigen kann, dann... Klar, logisch. Ja. Schließt aber nicht aus, dass ich mir die ganze Sache auseinandersetze. Ah ja, klar. Ne? Das sind so Sachen. Die Frau Kirschner, die ist auch immer sehr faszinierend. Ja? Und zwar sind sie da vorne an so einer Modeboutique vorbeigelaufen. Ja. So, Modesalon Kirschner. Ja, wird gerade aufgelöst. 50-jähriges Bestehen. Mhm. Ja? Die Frau ist 85. Mhm. Ja? Ist kerngesund. Mhm. Ja? Macht jeden Tag 2 Stunden Yoga. Mhm. Ernährt sich seit 20 Jahren rein vegan. Ah, ja. Ja? In der Mittagspause fährt die mit dem Fahrrad vom Laden rüber in das andere Haus, macht dann da noch irgendwelchen Krempel und dann fährt sie mit dem Fahrrad wieder zurück. Mhm. Die macht ihren kompletten Einkauf, Verkauf, Waren, Schaufenster, alles komplett alleine. Alleine. Da ist der Mann schon vor 10 Jahren oder noch mehr gestorben. Ja? Mhm. Und seitdem macht die den Laden komplett alleine. Mhm. Ohne Kinder, ohne alles. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Mit 85. Ja. Ja? Ja. Das ist doch spitze, oder? Ja. Die kommt alle halb Jahr mal hierher, guckt sich ihr Blut an. Ja? Dann erzählt sie mal wieder, was sie so erlebt hat im letzten halben Jahr. Ja? Schön. Ja. Steht was drauf, von wegen, dass jetzt Auflösung ist, ja, oder nur das Räumen? Geschäftsaufgabe. Ich stehe drauf. Ah, okay, das hat sie letztens so nett da stehen gehabt. Da war sie wieder geschickt. Ja? Mhm. Da hat sie nämlich letztens nur hingeschrieben, von wegen, ja, Schnäppchenpreise und Sachen runtergesetzt, aber hat nicht hingeschrieben, warum. Das ist doch das Geschäftsaufgabe. Ah, hat sie es jetzt doch. Okay, ja.
Das hat sie mir nämlich letztens gesagt. Ja? Sie hat jetzt zu Beginn einen grauen Star auf der einen Seite. Mhm. Ja? Und da hat sie dann Bedenken gehabt, wenn sie sich da operieren lässt und alles. Und wenn dann halt eben dann da, ja, wer löst ihr Geschäft eines Tages auf? Wer kümmert sich um den ganzen Krempel? Ja? Und da hat sie dann gesagt, dann mache ich da lieber jetzt irgendwann geordnet zu und suche mir einen schönen Mieter für den Laden, ja, und habe dann noch die Mieteinnahmen, ja, über den Mieter und so. Aber vielleicht konnte sie da einen Übergang schaffen und hat jetzt niemand gefunden. Naja, klar, für den Laden findet ihr keinen, gell? Das ist das halt. Das ist, ja. Die Kundschaft, die da hinkommt, die ist da fast genauso alt wie sie. Gell? Junge kommen da nicht vorbei, die sind da vorne und da. Ja, genau. Ne? Also da. Die werden da von den umliegenden Altenheimen beigekarrt. Ja, ja, dass ja. Die da ja, ja. Gut, okay. Das ist ein Lymphozyt. Und bei den Lymphozyten hat man gesagt, wenn diese Zellorganelle grünlich leuchtet, da oben sieht man sie ein bisschen schöner, das Grün. Ja. Dann sind da Schwermetalle angelagert. Ja. Es ist nicht viel. Ja? Nee. Aber so ein Touch Grün hat es. Ja. Ja? Und daran kann man also sehen, da sind vermehrt Schwermetalle in dem Organismus. Mhm. Ja? Schwermetalle kann halt viel sein. Kupfer, Eisen, Blei aus Wasserleitungen, Amalgam aus Zahnfüllungen und also so weiter. Ich denke, ja? Das ist nur von früher von Amalgam. Das kann gut sein, ja. Weil alleine Quecksilber hat im menschlichen Körper eine Halbwertszeit von